Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Tipp der Season von der niederländischen Liga. Und heute gibt es die Rückrunde, die Hinrundentabelle könnt ihr hier am Rand sehen. Somit würde ich sagen, starten wir halt mit dem 18. Spieltag. Ich werde jetzt wieder 3-4 Spieltage da tippen. Und der 18. Spieltag, also die Rückrunde, startet mit Arnhem gegen Rotterdam. Und das wird Arnhem machen mit 2:0. Dann Alkmaar gegen Utrecht. Da gibt es, denke ich, ein 1:1 Unentschieden. Dann Zwolle gegen Feyenoord. Das macht Feyenoord mit 2:1. Dann Den Haag gegen Venlo. Es wird ein 1:0 für Den Haag. Dann haben wir Groningen gegen Almelo. Da denke ich, wird es 0:0. Dann Willem II gegen NAC Breda. Gewinnt Willem II mit 3:1. Dann zwei Aufsteiger spielen gegeneinander. Die Kraftschap gegen Fortuna Sittard. Und da gehe ich einfach mal auf ein 1:1 Unentschieden. Dann der FCM gegen PSV Eindhoven. Das macht Eindhoven klar mit 3:0. Dann Ajax Amsterdam gegen Heerenveen. Es wird ein 3:2 für Ajax Amsterdam. Dann 19. Spieler, Heerenveen gegen Alkmaar. Das macht Heerenveen mit 2:1. Dann Almelo gegen Zwolle. Da gewinnt Zwolle mit 2:0. NAC Breda gegen Den Haag. Da gewinnt NAC Breda mit 1:0. Dann Rotterdam gegen Kraftschap. Wird es einen Überraschungssieg für Kraftschap geben. Dann Venlo gegen Emmen. 1:0 für Venlo. Fortuna Sittard gegen Arnhem. Ja, da gehe ich mal auf ein 2:2 Unentschieden. Dann Utrecht gegen Willem II. Da gehe ich auf ein Unentschieden auch wieder 0:0. Dann Feyenoord gegen Ajax Amsterdam. Das traue ich hier sogar Feyenoord zu. 2:1 für Feyenoord. Dann PSV Eindhoven gegen Groningen. 1:0 für Eindhoven. Dann war es das auch schon mit dem 19. Spieltag. Dann 20. Spieltag. Die Kafschap gegen NAC. Da gehe ich jetzt einfach mal wieder auf ein Unentschieden. Dann Arnhem gegen Heerenveen. Da gehe ich auch auf ein Unentschieden, auf ein 2:2. Dann Willem II gegen Groningen. Das macht Groningen mit 1:0. Dann Ajax Amsterdam gegen Venlo. Das wird ein klares 4:1 für Ajax Amsterdam. Dann Alkmaar gegen Emmen. Das wird ein 2:0 für Alkmaar. Und das Derby von Rotterdam, Excelsior gegen Feyenoord. Das holt sich am Ende Feyenoord mit 3:1. Dann Zwolle gegen Utrecht, das wird ein 1:1 Unentschieden. Eindhoven gegen Sittard, 3:1. Den Haag gegen Almelo, 1:1. Und dann war es das mit dem 20. Spieltag. 21. Spieltag machen wir noch, würde ich sagen. Groningen gegen Arnhem, 1:0 für Groningen. Dann Almelo gegen Ajax Amsterdam. Das macht Ajax mit 3:1. Dann Heerenveen gegen Zwolle, 1:1 Unentschieden, würde ich da sagen. Dann Venlo gegen Willem II. Das wird auch wieder ein 1:1 Unentschieden. Dann Feyenoord gegen Kafschap. 1:0 für Feyenoord. Dann Fortuna Sittard gegen Rotterdam. Das macht Sittard sogar mit 2:1. Dann NAC Breda gegen Alkmaar. 1:0 für Alkmaar. Emmen gegen Den Haag. 1:2. Und Utrecht gegen Eindhoven. Da wird Eindhoven sogar nur ein 2:2 schaffen am Ende. Und somit habe ich also die ersten Spieltage jetzt erstmal getippt, der Rückrunde. Hier nochmal die ganzen Übersichten von den anderen Spieltagen. Wo waren wir? Am 21. haben wir noch gemacht. Die restlichen Spieltage tippe ich jetzt noch ohne Aufnahme und dann am Ende zeige ich euch noch meine Abschlusstabelle von dieser Saison der niederländischen Liga. Jetzt habe ich alle 34 Spieltage der niederländischen Liga durchgetippt. Und somit würde ich sagen, schauen wir uns die Abschlusstabelle für die kommende Saison an.
Und ja, ziemlich interessant. Auf Platz 1 beginnen wir ganz oben. Ajax Amsterdam wird Meister in Holland. 75 zu 27 Tore und ganze 86 Punkte haben sie geholt. Denn auf Platz 2 PSV Eindhoven mit 65 zu 36 Toren und 77 Punkten. Dann auf Platz 3 Feyenoord Rotterdam mit 60 zu 35 Toren und 66 Punkten. Auf Platz 4 Alkmaar mit 52 zu 36 Toren und 64 Punkten. Dann auf dem 5. Platz Utrecht mit 58 zu 40 Toren und 61 Punkten. Auf dem 6. Platz liegt Heerenveen mit 55 zu 41 Toren und 56 Punkten. Auf Platz 7 Arnhem mit 52 zu 48 Toren und 50 Punkten. Ebenfalls 50 Punkte hat Almelo auf Platz 8 mit 41 zu 38 Toren. 9. ist Venlo mit 39 zu 42 Toren und 46 Punkte. Dann auf Platz 10 Zwolle mit 40 Punkten und 39 zu 43 Toren. 11. ist Den Haag mit 36 zu 48 Toren und 34 Punkten. Okay, 34 Punkte reichen da schon für Platz 11. Auch mal interessant. Dann auf Platz 12 NAC Breda mit 45 zu 59 Toren und ebenfalls 34 Punkten. Dann auf Platz 15 der erste Aufsteiger, der FC Emmen, mit 29 zu 48 Toren und 32 Punkten. Am Platz 14 der zweite Aufsteiger, Fortuna Sittard, mit 39 zu 66 Toren und 30 Punkten. Auf dem 15. Platz liegt Willem II mit 30 zu 48 Toren und 29 Punkten. Und dann auf den Abstiegsplätzen der dritte Aufsteiger, die Kafschab auf Platz 16 mit 31 zu 54 Toren und 27 Punkten. Auf dem 17. Platz liegt Groningen mit 25 zu 41 Toren und 26 Punkten. Und auf dem letzten Platz liegt Excelsior Rotterdam mit 39 zu 62 Toren und ebenfalls 26 Punkten. Das ist mal die Abschlusstabelle, die ich jetzt so getippt habe, der niederländischen Liga. Beim nächsten Mal geht es sogar dann schon weiter mit der dritten Liga. Da gibt es dann auch bald die Saisonprognose. Also seid da auf jeden Fall schon mal gespannt. Und somit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann und ciao.